So, ich will mal versuchen, heute am Tablet zu zeigen, wie die ganze Sache hier funktioniert. Und zwar bin ich jetzt auf unserportal.net gegangen. Ihr merkt also schon, ich starte immer wieder von ein und derselben Seite von unserportal.net. Ich gehe davon aus, dass ihr diese Seite bei euch gespeichert habt, um diese als Startseite zu nehmen. Ihr klickt wieder genauso, ganz egal, ob ihr als registrierte oder unregistrierte User zugreift, ihr klickt einfach auf den neuen Bereich. Mal gucken, ob es jetzt hier klappt mit dem Stift. Ne, nehmen wir den Finger, geht's einfacher. So, kommt dann im neuen Bereich auf die Startseite und ihr seht schon hier oben auch am Tablet habt ihr oben rechts das Mannequin. Seht ihr das? Oberhalb hier von dem Stift, da ist das Mannequin, sieht aus wie so eine kleine Mensch ärgerlich Figur und wenn ihr da drauf klickt, dann taucht am Tablet zum Beispiel so ein Balken auf, wo dann steht Anmeldung. Dann ist auch der Sprachhinweis. So, wenn ihr auf Anmeldung geht, dann kommt bei mir natürlich gleich, weil ich habe ja dauerhaft angemeldet bleiben, also kommt bei mir gleich der Username und das Kennwort natürlich verschlüsselt angezeigt. Ich könnte also jetzt auf Absenden klicken und dann würde ich mich einloggen. Machen wir jetzt heute mal nicht, sondern ich gehe als User da rein. Wenn ich also jetzt nach unten scrollen würde, dann würden mir sofort die Neuigkeiten angezeigt werden, die in der letzten halben Stunde oder Stunde reingekommen sind. Ihr merkt also schon, hier werden die alle angezeigt, auch für die Gäste. Sprich also alle Informationen, die für Gäste sichtbar sind, werden hier direkt angezeigt. Und man könnte jetzt anklicken, was interessant ist, was jeweils interessiert. Man klickt einfach auf die Überschrift, die in Rot dargestellt wird, und dann wird man direkt zu den Informationen geführt. Ich versuche das jetzt einfach mal. Zum Beispiel hier bei den Tieren klickt man auf das Foto und dann kommt man in die Informationen hinein. Das Foto wird dann in Groß dargestellt und wenn man ein bisschen runter scrollt, dann werden auch die Informationen, die zu dem Bild gehören, angezeigt. So, gehen wir wieder zurück. Schon sind wir wieder auf der Startseite und schon sieht man hier die weiteren Informationen. Scrollt man weiter runter, gibt es weitere Informationen, die innerhalb der letzten halben Stunde oder Stunde reingekommen sind. Das geht ja 24 Stunden rund um die Uhr, werden die neuesten Informationen angezeigt. Scrollt man noch weiter runter, sieht man hier unten die empfohlenen Termine, die anstehen. Und am Handy ist das genau das Gleiche. Je weiter man runterscrollt, kommt man also hier unten dann zu den empfohlenen Terminen, die anstehen. Zum Beispiel die Bürgermeisterwahl in Torrox oder hier in Düsseldorf ist jetzt am 5. Juni ist eine Kfz-Versteigerung. Und dann gibt es dann auch noch die Faszination Heimtierwelt. Die ist am 29. und 30. Juni. Das ist eine große Messeveranstaltung hier in Düsseldorf. Da waren wir voriges Jahr schon, haben auch darüber berichtet mit einer Fotoreportage. Und die ist nächsten Monat hier in Düsseldorf. Ja, wie gesagt, am 26. Juni sind ja Bürgermeisterwahlen in Torrox. Auch die werden hier natürlich bei uns im Kalender in Gratisweg EU dargestellt. Also wichtige Termine in Torrox sieht man auch in Gratisweg EU. Ja, dann sieht man hier die letzten Beiträge und natürlich auch die letzten Kommentare, die zu irgendwelchen Beiträgen im Forum, wo ja auch das Spanienportal untergebracht ist, die sieht man auch hier drin. So, scrollen wir mal wieder hoch. Weil ich habe ja gerade das Spanienportal erwähnt und dann gehen wir doch einfach mal da hinein. Wollen wir mal gucken. Ihr seht es also hier, wie gesagt,
da kommt man hin. Wenn man jetzt hier zum Beispiel oben auf diese drei Querstriche geht, ganz oben links dahin, dann kommt man hier zum Beispiel, ihr seht es, hier sieht man ja das Forum, da geht man hin. So, und hier, ich habe es ja auch schon erklärt, man kann ja die einzelnen Bereiche, kann man, wenn man hier vorne auf diesen kleinen Pfeil klickt, wenn man da drauf geht, da kann man die Forenbereiche aufklappen bzw. zuklappen. Ja, mit dem Finger geht es besser. Ups. Sollte. So, dann klappt sich der Forenbereich zu. Dann wird es auch ein klein wenig übersichtlicher, weil es gibt ja mittlerweile schon so viele Beiträge und Bereiche in diesem Forum. Es ist also sehr, sehr umfangreich mittlerweile schon geworden. Und deswegen habe ich das so gemacht, dass man also die einzelnen Bereiche auch auf- oder zuklappen kann, je nachdem, wofür man sich interessiert. Und da hilft es natürlich ungemein, wenn man die Bereiche auf- und zuklappt. Es gibt also einen speziellen Reisebereich zum Beispiel für diejenigen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Sehr interessant, denn es gibt auch speziell für Wohnmobilisten, gibt es einen eigenen Bereich oder für diejenigen, die sich für Tourismus insgesamt interessieren, also nicht nur für Torox, gibt es auch einen Bereich. Da gibt es auch ganz interessante Beiträge und Reiseberichte und so weiter und so fort. Und da kann man dann auch so ein bisschen blättern und nachlesen, natürlich Fotos auch betrachten. Und hier seht ihr, findet man auch das Spanienportal. So, und da kann man schon direkt in der Überschrift kann man sehen, das Spanienportal beinhaltet zum Beispiel die Costa del Sol, Sevilla natürlich auch, Malaga, Marbella, Benalmádena, Estepona, Torre del Mar, Torrox, Nerja, El Morte und natürlich unser geliebtes Torrox Costa. So, wenn man da drauf klickt, dann findet man auch unter anderem nicht nur Torrox Costa, sondern Torrox Erinnerungen. Und da findet man natürlich mittlerweile schon einiges an Fotomaterial. Also auch als Gäste, wenn man da draufklickt, kann man da schon einiges sich anschauen. Ich hatte zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen, hatte ich aus dem Jahr 2012 ein paar Fotos reingemacht. Und wenn man die Fotos anklickt, dann werden die auch dementsprechend in etwas größerer Darstellung gezeigt. Man braucht also die Fotos dann nur jeweils anzutippen, beziehungsweise, ich sehe gerade, das geht also nur, wenn man registrierter User ist. Das ist der kleine Unterschied. Aber ich sag mal, selbst in dieser Darstellung am Tablet kann man es also wunderbar noch sehen, beziehungsweise auf dem Handy natürlich noch besser. Und am PC, wie gesagt, sind sie natürlich reine Thumbnails. Ja, da sieht man also dann den Unterschied zwischen registrierter User oder als Gast. Als Gast sieht man es also in kleinerer Darstellung. Als registrierter User, ich mache es gerade mal vor, wenn ich mich jetzt anmelde. Na, so. Anmeldung. Einmal Login machen. So, jetzt gehe ich nochmal runter und wenn ich dann auf das Bild draufklicke, dann sehe ich das Bild in der Originaldarstellung und dann sehe ich auch, dass auf dem Bild zum Beispiel von 2012 eine Darstellung ist, wie es damals aussah. Sehe auch das Datum von dem Foto und kann mir natürlich die Fotos angucken in noch größerer Darstellung und sogar als Diashow. So. Gut, wieder einen Schritt zurück. Noch einen Schritt zurück und dann bin ich wieder in meinem Gastmodus. Ja, gut, so viel zur Darstellung. Man kann es, wie gesagt, alles als Gast angucken oder eben als registrierter User.
Und der Vorteil als registrierter User ist, man ist in Gratisweg EU, also im neuen Bereich vom Unser-Portal-Netz, tatsächlich absolut anonym unterwegs, weil man kriegt sogar noch eine anonyme E-Mail-Adresse geschenkt, damit man also tatsächlich auch vor Hackerangriffen geschützt ist. Und das alles kostenlos, gratis. Ja, viel Spaß weiterhin als Gast oder eben kostenlos als registrierter User in gratisweg.eu.